haben euch heute was ganz Tolles mitgebracht, was ganz Großes, was aber eigentlich ganz klein aussieht. 2,28 lang, 1,53 breit und trotzdem ein vollwertiges, alltagstaugliches Elektroauto. Ihr seht vorne dran, das hat ein echtes Kennzeichen, das heißt, es ist ein echtes Auto. Es gibt es genauso als 45 km/h Auto. Und das ist der Silence S04, eine spanische Qualitätsproduktion, die es exklusiv bei uns im Autohaus Rudolf gibt. Und wir testen das heute gemeinsam und dann werdet ihr hinterher sehen, was euch auch dieses Auto bringen kann und wie es euren Alltag unterstützen kann. Beim Einsteigen fällt uns gleich das erste auf. Wir haben hier einen der beiden Akkus sitzen. Drüben auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Jeder Akku hat 5,6 Kilowattstunden und jeder Akku treibt einen Motor an. 2×7 kW. Damit ist das Auto bis zu 95 km/h unterwegs und man ist also echt wie ein ganz normales Fahrzeug im Straßenverkehr mit unterwegs. Und die Reichweite sind durch die großen Akkus bis zu 150 Kilometer, was auch eine Alltagstauglichkeit beweist. Und das Spannende ist, der Akku, das zeigen wir euch später, ist wechselbar. Das heißt, ich kann den rausziehen und wie ein Trolley in meine Garage, in mein Carport stellen, dort wo ich es hin haben will. Aber jetzt fahren wir mal los. Also erstmal spannend, wir sitzen jetzt zu zweit hier drin in dem kleinen Kleinstwagen, Nanocar gesagt. Und mein erstes Problem, was mache ich mit meinem Handy? Wir haben hier eine ganz praktische Handyhalterung, sodass man auch alle möglichen Handys direkt laden kann. Wir haben unsere Google Maps, sodass der sich weit weg traut mit dem Auto, alles sieht. Und dann geht's mal los. Wir haben drei Fahrmodi, City, Eco und Sport. Und meiner Erfahrung nach reicht der City-Modus völlig, weil ich damit einfach schnell fahren kann, fast die ganze Beschleunigung habe und fast die ganze Reichweite. Im Eco-Modus fährt das Auto nur 60 km/h, weil das sozusagen dann einfach die Reichweite ein bisschen verlängert, wenn die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen gedrosselt ist. Also, wie ihr seht, ist hier in dem Auto alles vorhanden. Ich habe ein digitales Display. Es ist aber reduziert aufs Wesentliche, weil ich habe hier einfach nur 6 Knöpfe und meine Handregler und mit denen kann ich alles machen. Also, es ist leise, weil die Elektromotoren, die surren einfach fröhlich vor sich hin und es geht unterwegs. Ihr seht das schöne Alcantara Armaturenbrett. Wir haben eine Klimaanlage an Bord. Wir haben ein Multifunktionslenkrad, mit dem ich sozusagen mein Handy bedienen kann, mit dem ich das Telefon bedienen kann, Freisprecheinrichtungen, Lautsprecher sind verbaut, sodass man auch wirklich angenehm unterwegs sein kann. Für wen ist das Auto eigentlich alles geeignet? Also klar, das 45 km/h Auto für jeden Fahranfänger mit 15, wo das Moped im Winter nicht mal die beste Wahl ist oder wo die Eltern sicher sein wollen, dass das Kind an der Schule ankommt. Aber natürlich kann das jeder als Zweitwagen auch nutzen, der sagt, ich muss nicht ein ganz großes Auto mit ganz viel Blech und ganz viel Preis haben, wenn ich doch nur zweimal am Tag kurz unterwegs sein muss, in den Kindergarten oder was weiß ich, zur Schule die Kinder abholen oder zum Verein, ist es ja eigentlich eine gute Sache zum Einkaufen. Eine andere Variante sind alle die, die viel in der Stadt unterwegs sind. Für die ist das natürlich ein optimales Gefährt, so Kurierdienste, Pflegedienste, die nicht viel Kilometer fahren, aber ständig Parkplatz suchen müssen. Dann hat man hiermit was, was zum Parken eigentlich keinen Platz wegnimmt, was in jede Einfahrt passt. Sieht doch ordentlich. No, das habe ich ja gesagt, das ist wie ein normales Auto, mit dem man ganz normal fahren kann. Also wie ihr vielleicht jetzt beim Fahren merkt oder nur von Ferne merkt, das Auto ist jetzt kein Billigeimer aus Fernost, sondern es wird komplett in Spanien gefertigt, von der kleinsten Akkuzelle weg. Wir waren selber als Team in Spanien gewesen, haben uns die Produktion angeschaut und haben gesagt, das ist das Auto, was wir verkaufen wollen, weil wir gemerkt haben, dass da eine Qualität vom Band rollt. Die Produktionslinie wurde gerade völlig neu aufgebaut, weil die Produktion von dem Auto auch erst vor ein paar Wochen gestartet ist und ihr seid bei uns genau richtig, wenn ihr das Auto haben wollt, weil wir sind einer der ersten in Deutschland, die das überhaupt verkaufen können. So vergleichbar war ja sowas wie jetzt der Renault Twizy, oder? Genau, das ist so von der Größe. Renault Twizy, der Opel Rocks, Citroën Ami, das sind so die ähnlichen Autos. Wenn man was sucht, was vergleichbar ist, dann wären das die, die in dem Segment mitfahren, genau. Ja. Alleinstellungsmerkmal hier ist dann ja aber der Akku, oder?
Genau, es ist zum Beispiel der Akku, den ich rausnehmen kann, der vorgewärmt wird, auch beim Laden, sodass es im Winter kein Problem gibt. Der große Kofferraum, wenn man mal groß in Anführungszeichen sieht, setzt. Aber das sehen wir dann noch, was da alles reingeht. Das heißt ja aber, ich muss die Akkus ja jetzt an einer normalen Steckdose laden. Also ich habe nicht die Option, an eine Ladesäule zu gehen, oder? Genau. Also ich habe nicht die Option oder nicht den Zwang. Ich kann einfach zu Hause an meiner Haushaltssteckdose das Auto laden. Das heißt, ich kann das einfach kaufen und habe dann keine weiteren Investitionskosten. Ja. Ich muss weder eine Wallbox kaufen noch eine zusätzliche Elektroinstallation mir legen lassen, sondern ich kann einfach kaufen, fahren und anstecken und über Nacht in 7 bis 8 Stunden ist das Auto wieder voll. Ja. Also ich bin es ja schon oft gefahren. Was ist dir dein Resümee, Nico, vom Mitfahren? Es ist erstmal ungewohnt. Das stimmt, das finde ich auch. Weil man ist die Größe halt nicht gewohnt. Ne? Also dass wir jetzt hier so zu zweit drin sitzen, aber ich finde, es funktioniert. Es wäre jetzt nichts für eine Reise nach Italien runter, aber für den alltäglichen Gebrauch ist doch top. Was brauchen wir mehr? Und es fühlt sich an wie ein normales Auto. Ich hätte wirklich gedacht, es ist holprig. Ich hätte gedacht, es wird so eine ganz wackelige Nummer, aber es fühlt sich an wie ein Auto. So ist es. Ja. Und ein richtiges Auto hat einen Kofferraum und da gucken wir jetzt nochmal hin. Jetzt die große Frage, kann ich überhaupt was transportieren? Zwei Leute, das haben wir schon gesehen. Jetzt kommt der Nico mal mit rum, wir gucken uns den Kofferraum an. Mal sehen, was hinter der kleinen Klappe Großes verborgen ist. Es sieht wenig aus, aber wir machen den Praxistest mit der obligatorischen Kiste. Und die passt ohne Probleme rein. Es passt noch was unten drunter, es passt noch was daneben, es passt noch was oben drauf. Und die Klappe geht zu. Es ist also auch dafür genug Platz, um mal einen Einkauf machen zu können. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, wie lade ich denn den Akku, wenn der mal leer ist? Und das ist aber eigentlich ganz einfach. Wir öffnen die Motorhaube, wie wir sie liebevoll nennen können. Dann gehen wir mal hier vorne rum. Eigentlich ist es keine Motorhaube. Und dann ist es ganz einfach. Ich habe ein Kabel, stecke das an. Dann kann ich das in die ganz normale Haushaltssteckdose stecken und dann ist mein Auto früh wieder vollgeladen. Die Variante 2, wenn ich mein Fahrzeug wieder laden will, ist, dass ich, wenn ich das möchte, die Akkus rausnehme und lade. Das zeige ich, das ist auch ganz einfach. Ich entriegel die und dann kann ich die hier einfach rausziehen und habe quasi einen Trolley und könnte die in meine Garage, in meinen Carport sozusagen reinbringen und kann die separat laden. Ich kann mir eine Ladestation selber mit dazu kaufen, die dann die Akkus schneller lädt als mit dem hier integrierten Ladegerät, sodass die dann in 3-4 Stunden voll sind. Das ist auch möglich. Ich kann die Akkus als Hausakku verwenden an meinem ganzen System oder ich kaufe mir von Silence noch so einen Roller und dann passt der Akku auch rein. Also ich bin völlig flexibel, was das angeht. Was ist jetzt das Fazit des Ganzen? Ein kleines, aber absolut alltagstaugliches Auto. Optimal für ältere Menschen als Zweitwagen und natürlich auch für 15-Jährige, die keine Lust haben, Moped zu fahren, die das dann in der Moped-Autoklasse bekommen können. Durch den Elektromotor sind wir echt flink unterwegs und es macht Spaß, damit zu fahren. Und es ist eine gute Alternative für alle, die wenig Blech durch die Gegend fahren wollen, aber trotzdem flink unterwegs sein wollen. Für die, die wenig Platz haben, viel in der Stadt unterwegs sind. Es gibt also ganz viele Anwendungsfälle. Und ihr seid eingeladen, das Auto einfach bei uns zu testen.